Ja, Leute, es gibt wieder eine neue Studie. Studien sind ja mein Lieblingsgebiet. Die neue Studie besagt, Gartengießen geht erstmal gar nicht. Und wenn, dann nur nachts um 3 Uhr. 3 Uhr nachts ist die ideale Zeit. Ich habe das heute mal ausprobiert. Ich bin ja nachts immer wach, mal hin und wieder. Da hat mein Frauchen geweckt. Ich habe gesagt, 3 Uhr, jetzt musst du raus. Gießen, ideale Zeit, sagt die Studie. Oh. Ich bin so knapp an einer Ohrfeige vorbeigekommen. Ich kann das Wort Studie schon bald gar nicht mehr hören. Da werden Millionen versenkt in irgendwas, was keiner braucht und wo jeder eigentlich was besser weiß. Ja. Wieso soll ich um 3 Uhr aufstehen und den Garten gießen? Beziehungsweise das, was ich hier am Leben halten will. Aber das ist ja noch harmlos, das ist ja eine harmlose Geschichte. Keine Studie, aber was viel schlimmer ist, habt ihr heute wieder ein Video gesehen. Da wurde ein Grundgesetzhistoriker befragt. Zum Grundgesetz. Jetzt muss ich meinen Zettel holen. Und zwar ein Doktor der Juristerei zum Artikel 120 Grundgesetz, Artikel 139 Grundgesetz und 146 Grundgesetz. Wenn ihr wollt, kann ich den Link da gerne reinstellen. Ich würde das aber nicht gerne tun, weil ich mit dem Ersteller des Videos nicht in allen Teilen übereinstimme. Aber in dem Punkt hat er genau den Finger in die Wunde gelegt. Denn der Grundgesetzhistoriker hat sowas von geschwommen, das war schon peinlich. Das war oberpeinlich. Und daran mag man sehen, auf welchen Füßen das hier alles steht, von welchem Personenkreis hier das Ganze betrieben und am Leben erhalten wird. Also normalerweise hätte ich gedacht, der steht jetzt da und erzählt eine Viertelstunde lang über diese beiden Artikel, was sie wirklich bedeuten sollen. Aber nein, ich hatte den Eindruck, der kennt die gar nicht. Ja? Da geht es darum, wie das Grundgesetz dazu steht, dass in der Nachkriegszeit bestimmte Regelungen von der Besatzungsmacht getroffen wurden. Und inwiefern die heute noch gültig sind, beziehungsweise ob die gültiger sind, ob die über dem Grundgesetz stehen. Und da ist ja sowas von neben der Spur gewesen. Das hätte ich mir von einem Wissenschaftler, und er sah auch so aus, mit Fliege und, ja, er sah richtig kenntnisreich aus. Aber er war es nicht. Und das muss einem zu denken geben. Mehr will ich heute Abend gleich sagen. Ich gieße jetzt um 7:45 und nicht um 3 Uhr nachts. Raumchen, soll ich um 3 Uhr nachts gießen?
Willst du heute Nacht um 3 Uhr gießen? Gerne doch. Ach, gerne doch. Gut, ich weck dich. Alles gut. Also, mach dich schon mal bereit. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser hier. Gut, alles gut. Bis dann.